Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains im World 4, der Danny Spitters. Heute aus aktuellem Anlass, mal ein wenig früher von mir, als ihr es gewohnt seid, auch mal unter der Woche. Und zwar gibt es ja seit heute 19 Uhr mitteleuropäische Zeit, 28.11.2023, das neue DLC Desirio, Maintalbahn. Beziehungsweise ihr seht hier BR-642 von der Deutschen Bahn. Dieselmechanischer Triebzug auf der neuen Strecke Maintalbahn, und ich werde mit euch heute diese Strecke und diesen Zug, diesen Triebwagen testen. Und ich würde sagen, wir gehen's an, machen mal ein schönes Fahrplanszenario. Ja, wir wollen sie aber tags sehen, das heißt, wir gehen mal ein bisschen zum Mittag. Ich würde sagen, wir nehmen dieses hier. Aschaffenburg Hauptbahnhof nach Crailsheim. Ja, würde ich sagen. Das machen wir. 28. November, das passt soweit. Wir gehen auf Beginnen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, das dürfte jetzt nicht mal allzu lange dauern, hoffe ich. Da sind wir. RE 87 43 89 Aschaffenburg Hauptbahnhof nach Crailsheim. Es ist 11.24 Uhr. Fahren Sie diesen Passagierzug von Aschaffenburg Hauptbahnhof nach Miltenberg. BR 642 von der Deutschen Bahn. 75,1 Tonnen schwer. Zwei Wagen im Zugverband bzw. zwei Triebeinheiten und 41,8 Meter lang. Auf der Strecke Maintalbahn. Und ich würde sagen, wir beginnen. So, der Motor läuft mittlerweile oder schon. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal die Türen entriegeln. Dazu müssen wir wahrscheinlich aber auch erstmal den Fahrtrichtungswender bzw. den Hauptschlüssel stellen wir auf ein. Das macht, glaube ich, Sinn. Richtungsschalter machen wir nach vorwärts. Dann können wir auch die Türen entriegeln. Das machen wir. Dann machen wir das mal auf dunkel. Das auch auf dunkel machen? Anscheinend nicht. Gut, dann lassen wir das. Kümmern wir uns um diese Schalter hier. Fernlicht braucht man nicht. Da tut sich gar nichts. Hilfsfahrschalter braucht man, glaube ich. Den lassen wir erstmal aus. Führerstandsbeleuchtung ein, das macht Sinn. Instrumentenbeleuchtung ein, das macht auch Sinn. Leuchtmelder-Test, das funktioniert. Aus. Magnetbremse, dann lassen wir auch aus. Landstreuer brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir sollen ein bisschen warten. Das gibt uns die Gelegenheit, hier noch ein wenig den Zug zu erkunden. Die müssen wir auf jeden Fall auf Zugspitzensignale stellen. Ich glaube, das macht Sinn. Scheinwäscher brauchen wir auch erstmal nicht. Ist nichts animiert. Widerspeicherbremse lösen. Genau, das macht auch Sinn. Das ist wahrscheinlich genau PZB. Das gibt mir die Gelegenheit, jetzt auch die Zugsicherungssysteme einzustellen. So, hier ist irgendwo gerade, der ICE hat wahrscheinlich Ausfahrt. So, das lassen wir erstmal. Das können wir immer nach und nach erkunden. Hier unten Temperatur, das ist wahrscheinlich für die Heizung gut. Trittsperren, ja. Dann würde ich sagen, sind wir, glaube ich, abfahrbereit. Das heißt, wir können uns ein wenig mal nach draußen umsehen. Und sehen uns hier ein wenig den Bahnhof an. Hier steht denn übrigens unser Zug RE87 Aschaffenburg. Ne, das ist der Folgezug. Entschuldigung, ich lese es erst. Hier steht der. Elsenfeld, Erlenbach, Klingenberg, Milton und Crailsheim RE87 11.26. Wir können im Übrigen die Türen verriegeln, das machen wir natürlich. Und dann können wir uns hier mal ein wenig umsehen, wie wir hier Ausfahrt haben. Wir lösen die Bremse. Und das schalten wir auf. Ups, ganz so schnell wollte ich nicht aufschalten. Wunderschön, wunderschön. Auf geht's, Westfrankenbahn. Wir können uns befreien. Ja, das scheint noch nicht so zu funktionieren. So, 40 fürs Erste.
Hier ist einiges los. Dort steht ein Triebwagen. Da steht eine Diesel-Lok V60, die es ja auch zu diesem DLC dabei gab. Und nach wie vor 40. So. Wunderschön. Wunderschön. Sie war? Hört sich auch ganz, ganz komisch an, finde ich. Also, aber das ist nur mein Eindruck. Ihr könnt das natürlich kommentieren, wie ihr das so findet. Ein wunderschöner Triebwagen, das muss man einfach an dieser Stelle mal sagen. Kommt es nur mir so vor oder ist das da ein wenig verrutscht mit der RE87? Also das RE ist ein wenig kleiner geschrieben als 87, aber das ist nur meine Meinung. Wir haben nach wie vor 40. Wir fahren für das Bahnland Bayern. Wunderbar. So, wir dürfen 90, da können wir mal ein bisschen aufschalten. ...642, 670. So. Erste Station Obernburg Elsenfeld Bahnsteig 2. Dieses Geräusch, ich weiß nicht, ob das normal ist. Auf jeden Fall drücken. Also könnt ihr ja mal so wenig umsehen. Das ist das, was wir sehen können vom Fahrersitz aus. Ah ja, okay. So, das ist unser Fahrplan für heute. Obernburg, Erlenbach, Klingenberg und schließlich dann noch Miltenberg. Ja, Miltenberg ist dann praktisch die Endstation für uns. Also Kreuzheim werden wir natürlich nicht erreichen, beziehungsweise nicht mit diesem DLC befahren können. Und für uns ist in Miltenberg Schluss. Dort wird das Zugpersonal dann auch wechseln. Und die Fahrt, ein anderes Zugpersonal wird dann die Fahrt nach Kreuzheim fortsetzen. So, 100 dürfen wir mittlerweile. Wieder eine Doppeleinheit. Wunderbar. Das geht hier jetzt leicht bergab. Werden wir wahrscheinlich gleich ein wenig über die 100 km/h rüberfahren. Was hat er eigentlich für eine Geschwindigkeit höchst zugelassen? Dann steht das hier irgendwo. Da 120, ihr seht's. 120 ist im Übrigen auch der Zugzielanzeiger. Automatisches voriges, also man kann hier automatisches Zugziel anzeigen. Oh, ich bin da viel zu schnell, um Gottes Willen. Was meinte ich? Hier natürlich schnell über die Geschwindigkeit drüber sind, wenn sie so. Oh, 80. So, und das ist nicht von langer Dauer. Sperre. Fahrgastnotbremse, Türzutritt ein. ZSG.
Störung Fernlicht. Aha, okay, das sind also die Anzeigen. Das ist hier natürlich PCB, ist klar. Also diese Schalter hier, diese Leuchten. Stufe 1. Wenn, dann machen wir Stufe 3. Wollen es ja heller haben, auch was sehen, weil ich glaube bei der 612 oder wo das genau war, nee, bei der S-Bahn Vorarlberg, bei dem Talent, da ist die PCB-Leuchten ein wenig zu dunkel und das finde ich gut, dass sie das hier umgesetzt haben, dass man das heller machen kann. 120. Wunderschöne Strecke, wunderschön. Ah, Level 2, ja klar, wunderbar. So. 120 dürfen wir, fahren jetzt 100. Das ist natürlich der Steigung hier geschuldet. 0,1 jetzt nur noch. Jetzt dürfen wir wieder etwas leichter beschleunigen. Ja, jetzt 0. Sollte das etwas leichter gehen. Wie gesagt, ich habe voll die Leistung voll aufgedreht, hätte ich fast gesagt, aufgeschaltet. Also ich finde es das richtig schön, dass man die PCB-Leuchten, beziehungsweise es sind ja alle Leuchten hier gemeint, dass man die heller schalten kann, also auf Stufe 4. Das ist gerade, wenn man an sonnigen Tagen fährt, dann wirklich besser zu sehen. Also finde ich wirklich ein schönes Feature, dass sie das umgesetzt haben, weil wie gesagt, in der S-Bahn Vorarlberg war das wirklich sehr, sehr dunkel. Also dass man das wirklich, wenn die Sonne geschienen hat, kaum sehen konnte. Jetzt haben wir die 120 auch gleich erreicht. Im Übrigen die Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges. So, 8 Kilometer gleich noch. Wunderschön. So, das ist also das Innere des Tippzuges, Passagieransicht. Da der Zugzielanzeiger. Darunter das aktuelle Ziel des Zuges. Bin aber gespannt, wenn wir gleich dem ersten Halt entgegenfahren, ob das dann da auch angezeigt wird. Nächster Halt Obernburg. Das wäre natürlich mega. Hier kann man es auch noch sehen. Wenn ich das so ein bisschen hinkriege. Ihr seht es hier, leicht kann man es sehen. Jetzt los. Die war nicht gedrückt, die habe ich vielleicht nicht gehört. Das kann natürlich sein. Bleiben wir mal vorne drin. Kann sein, dass ich die Siefern gar nicht gehört habe, dass man die da nicht drin hört. Das weiß ich jetzt nicht. Dass wir jetzt eine kleine leichte Sieferzwangsbremsung hatten.
Aber schön. So, gleich für den Moment 100. So, hier ist natürlich zweigleisig, weil hier der Gegenzug natürlich dann auch fährt, logisch. Kurzen Moment die Leistung wegnehmen. Wie gesagt, 100. Das gibt sich aber gleich. So, dann sind wir gleich in Oberhamburg. Die anderen Halte sind dann nicht mehr ganz so weit weg. Ihr seht's. RV45, RV49 und RV58. Das ist eigentlich relativ nahe. Wäre natürlich schön, wenn jetzt noch irgendwann die Erweiterung von Aschaffenburg nach Frankfurt und so weiter kommt. Aber das ist nur meine Meinung. Weil Aschaffenburg und Mannheim und Frankfurt, das wäre natürlich so, ja, das würde sich ja jetzt anbieten, dass das so ein bisschen, ja, erweitert wird. Weil Aschaffenburg und Mannheim ist ja im Prinzip in der Nähe von Aschaffenburg. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen bremsen, wenn wir wie gesagt gleich da sind. Drückt doch die ganze Zeit! Der reagiert nicht. So, ganz ruhig. So, das habe ich jetzt leider nicht ganz verstanden, weil ich habe mehrmals gedrückt, aber der hat nicht reagiert. Meine Tastatur im Arsch geht, ich weiß es nicht. Das wäre jetzt blöde. Das funktioniert eigentlich. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. In Obernburg, Elsenfeld. So, da wartet die andere Typeinheit schon auf mich wahrscheinlich. So, da wären wir in Oberhamburg. Hier auch mal ein wenig umsehen. Ja, ich wollte was schauen. Moment mal. Kann ich das sehen? Ne, steht nicht. Schön verriegeln.
So, wir können jetzt ja mal ansehen, wie wir hier wegfahren. Mein Gott. Nächste Station Erlenbach. Wunderschön. Wunderschön. Fahren wir weg mit unseren zwei rauchenden Triebeinheiten. So, da scheint irgendwie eine Firma oder ein Kraftwerk oder sowas zu sein. Vielleicht kennt sich ja einer von euch in der Gegend hier aus und kann mir sagen, was da ist. Ob das ein Kraftwerk ist, ob das eine Firma ist. Auf jeden Fall sind da. Warum? Was soll denn der Blödsinn? Warum hat er jetzt die Bremse eingestellt? Na egal. Ihr könnt mir ja sagen, ob das ein Kraftwerk ist oder eine Firma. Auf jeden Fall sind da jede Menge Schornsteine. Lässt er auf ein Kraftwerk schließen als auf eine Firma. Aber das ist nur meine Meinung. Hier ist auch ein Bahnhof, weiß aber nicht welcher. Ob wir das jetzt pünktlich schaffen, das lassen wir erstmal dahingestellt. Es geht ja vornehmlich erstmal darum, die ganzen Strecke kennenzulernen, den Zug kennenzulernen. Ob ich das jetzt pünktlich schaffe, das ist mir jetzt erstmal relativ. Baggert. Ihr seht's. Da sind wir auch gleich schon an der nächsten Station Erlenbach. Die war jetzt nicht so weit weg. Da brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht mehr groß aufschalten. Die Geschwindigkeit, die Leistung wegnehmen. Muss dann ein bisschen rollen lassen. Gleich bremsen. Da drückt man natürlich noch die SIFA. Sicherheitsfahrschaltung, das steht sogar darunter, ich pack's nicht. Und dann fahren wir unserem nächsten Halt entgegen. Wir rollen viel mehr. Wunderschön. An diesem wunderschönen Herbsttag, 28. November 2023, den Tag der Veröffentlichung dieses DLCs. So, da laufen schon die Herrschaften mit den Köfferchen nach vorne, um die besten Plätze zu kriegen. Reservierung gibt es in diesem Zug natürlich nicht. So. Da wären wir. Erlenbach. So, hier scheint. Ist auf jeden Fall. Der Vorplatz, würde ich sagen. Mache der Abstellung. Ist so ein kleines. Ja, hier sitzt vielleicht so ein Bahnbediensteter drin, der die Fahrkarten verkauft. Würde ich jetzt mal sagen, könnte ich mir vorstellen, dass der hier drin sitzt. So, wir schließen die
Türen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg Richtung. Mein Gott, jetzt muss man erstmal. Nächste Station Klingenberg. Der Zug hat sogar WLAN. Ihr habt es vielleicht gerade noch kurz gesehen. Wie gesagt, wir sind ein wenig in Verspätung, aber ich sag mal so. Mir ist es jetzt erstmal wichtig, den Zug und die Strecke kennenzulernen. Und dass wir das mit der Zeit jetzt erstmal relativ, das kann man immer noch machen. So, schaut euch doch mal dieses wunderschöne. Wunderschöne. Ja, das ist doch jetzt auch mal geil, oder? Ich wollte eigentlich euch mal diese Aussicht hier zeigen. Natürlich. Ich bin echt auf die Szenarien gespannt, die es da so für gibt. Die werden wir auf jeden Fall am Wochenende in Angriff nehmen. Mal ein bisschen aufschalten hier. 90 dürfen wir ja immerhin gleich wieder 120. Da können wir ruhig mal ein bisschen Leistung geben hier. Also dafür, dass es der 28. November ist, laufen hier gechillte kurze Hose rum und so weiter, weiß ich nicht. Also ich für meinen Teil laufe nicht mehr in kurze Hose rum, weil bei uns ist es so knapp an die 1, an die 0, 1 Grad. Nachts noch mal gerne darunter. Muss ich nicht unbedingt haben mit kurzer Hose. Aber ja, wer es braucht. Weg. Dann haben wir es fast geschafft. Danach kommt dann schon die Endstation Miltenberg. Dann endet unsere kurze Fahrt. Wunderschön. Schaut euch doch mal dieses wunderschöne Panorama an. Einfach nur göttlich. Einfach nur göttlich. So, Klingenberg. Hier teilen sich die Gleise natürlich wieder auf, logischerweise, weil der Gegenzug hier natürlich fahren muss. Ich habe jetzt ein bisschen die Bremse verpasst. Könnte ich das doch noch schaffen, einigermaßen? Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ein bisschen in die Notbremse gegangen, dann passt das. Sieht doch gut aus. Wunderschön. So, das ist also Klingenberg. Schönes kleines Örtchen, wie man sieht. Jede Menge Einfamilienhäuser hier, eins nach dem anderen. Alle schön in der Reihe. Das sieht man auch selten. Scheint eine reichere oder eine wohl oder besser verdienende Wohngegend hier zu sein, sagen wir mal so. Die zerriegeln. Und dann machen wir uns auf den Weg zur letzten Station Miltenberg. Was ist jetzt los? Das war ein kleiner Verdrücker. So, Miltenberg sind wieder ein wenig mehr, 9 Kilometer.
oder fast 10. Dort sollen wir um 11.58 Uhr sein. Das wird in unserem Fall natürlich ein wenig später. Wir weisen Sie darauf hin, dass der Verzehr von Handkäse mit Musik nur in Hessen erlaubt ist. Geil! Absolut göttlich! Absolut göttlich! Das habe ich auch noch nicht gesehen. Richtig geil! Das ist auch okay. Okay. Der Verkehr von Handkäse und Musik ist nur in Hessen erlaubt. Ah ja. Nun denn, dann lassen wir das einfach mal so stehen, würde ich sagen. Ach, schaut mal, das ist ein Schwimmbad. Da ist ein kleines Schwimmbad, sogar mit Rutsche. Klein, aber fein. Ja, wie geil. Geh mir doch nicht auf den Nerv. Wie geil ist das denn? Ein kleines Schwimmbad. Mitten an einer Bahnstrecke. Das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Kleines, aber feines Schwimmbad. Oder Freibad ist das ja eigentlich. Ist ja Freibad, kein Schwimmbad, ist Freibad. Mitten an einer Bahnstrecke. Wahnsinn, ehrlich. Das, ja okay. Wer es braucht? Bestimmt geil. Rutscht so die Rutsche runter. Dann kommt dir der so eine Baureihe 642 hier vorbei. Auf Affengeil. Mega. So, wer viel redet, muss sich auch zwischendurch die Stimme ölen. Aber ich finde, diese kleinen Sehenswürdigkeiten hier entlang der Strecke ist wirklich schön. Haben sie sich wirklich was einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. So ein Freibad mitten an einer Bahnstrecke sieht man auch nicht alle Tage. Habe ich zumindest noch nicht erlebt. Also ich stelle mir das spaßig vor. So schönen Sommer, 30 Grad oder mehr. Rutscht da gechillt die Rutsche runter, da platscht da schön im Wasser und ja, so jede halbe Stunde oder Stunde, ich weiß jetzt nicht wie, in welchem Takt die Züge hier fahren, kommt dir da so ein Nahverkehrszug entgegen, beziehungsweise fährt an dir vorbei und die Fahrgäste sehen dich da so gechillt am Schwimmen und es stelle ich mir spaßig vor, einfach es war zwar klein, wirklich, es hatte, war jetzt glaube ich ein, zwei Becken. Aber immerhin, ne, an einer Bahnstrecke sieht man das ja noch wirklich nicht oft. Und auch die Berge hier. Ich finde, es ist eine sehr, sehr schön gelungene Strecke. Also muss ich ehrlich sagen, auch der Zug ist einigermaßen fahrbar, finde ich. Doch wirklich sehr gelungen. So, was sind hier noch für Knöpfe? Wahrscheinlich nur für PCB und SIFA. Genau. PCB. Ja. Ich denke mal, viel mehr wird ja nicht animiert sein. So, 6 Kilometer noch. Bis zur Halte, bis zur Endstation dieser unserer kleinen Reise mit der BR642 Desirio. H10 nennt sich die, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Kann man das irgendwo nachlesen? Wahrscheinlich gleich bei der Auswertung. Werden wir natürlich gleich ordentlich steigen im Level der Strecke und des Zuges, der immer so am Anfang, wenn man den neu hat, dann steigt man relativ schnell die Level hoch, Level 2, Level 3 geht dann eigentlich relativ fix, je nachdem auch wie viele Punkte man holt, wie viele APs. Ich habe im Moment 7249. Es hätten vielleicht noch ein paar mehr sein können. Ich bin am Anfang etwas über die Geschwindigkeit drüber geschossen. Aber auch das habe ich mittlerweile im Griff. Man muss hier ein wenig Fingerspitzengefühl beweisen, weil
wenn man da zu feste, ich spiele ja mit Gamepad, und wenn man da zu feste ist, dann hat man ruckzuck die Traktion auf 100% und das ist natürlich dann ein wenig too much. Also man muss ein wenig hier aufpassen, dass man nicht den Leistungshebel überdreht. Also ihr seht, das ist wirklich, wenn man da zu feste drückt, dann hat man da ruckzuck zu viel Leistung aufgeschaltet. Auch bei der Bremse, da geht's mal ruckzuck auf die Notbremse. Also das gleiche Spiel geht natürlich auch für die Bremse. Ist wie gesagt ein Kombihebel, hat aber auch die separate Bremse natürlich. Aber wie bei allen Triebzügen dieser Art gibt es natürlich ein. Jetzt, boah, man muss wirklich drücken, wie so ein Weltmeister, damit man überhaupt die Wasserkeitstaste da drücken kann. So, ich habe jetzt Schwein gehabt, dass das funktioniert hat mit der Bremse. Sonst hätte ich nämlich gleich den nächsten zweigsamen A-Punkt gehabt. 60. Befreien. So. Dann haben wir gleich gelbes Vorsignal, weil wir natürlich rot am Bahnsteig haben. Logischerweise. Oder haben wir noch rot vor dem Bahnsteig? Das sieht mir so nah aus, aber nee. Das wird der Bahnsteig, das Bahnsteigsignal sein, Hauptsignal am Bahnsteig. Aber hier müssen wir wahrscheinlich quittieren, oder? Ja. Oh, Wahnsinn! Echt, was du da drücken musst! Wahnsinn! Alle drei, damit der überhaupt reagiert. Das kann doch nicht richtig sein. Alle drei Tasten. Befehl 40, befreien und wachsam, damit er überhaupt reagiert. Das kann nicht richtig sein, Entschuldigung. Übrigens, dieses Tic-Tac, das ist der PCB-Taster. Ihr seht ja, die 85 blinkt da auf. Das ist das Ganze, dieses Tic-Tac. Falls ihr euch wundert, was das jetzt sein kann, das ist definitiv der PCB-Taster. So. Sind wir angekommen. In Miltenberg. Ein bisschen Bremsen noch, wenn wir unter 40 kommen hier. Und gleich mit Sicherheit 500 Hertz Magnet kommen werden. Spät sind wir sowieso ein bisschen, aber das ist jetzt wie gesagt alles halb so wild. So, ein bisschen ausschalten müssen wir, aber ich bleibe gleich stehen. Und dann haben wir das geschafft. Unsere erste Fahrt mit dem neuen Zug auf der neuen Strecke. Einiges los, so, das ist nämlich der 500 Hertz Magnet. Und das mit dem PCB drücken, das müssen sie noch ändern, finde ich. Man muss da ein bisschen zu kräftig drücken, damit er überhaupt reagiert. Aber das ist nur meine Meinung. So, da wären wir in Miltenberg, die Endstation. Können wir mal ein wenig umschauen hier. Der fährt nach Aschaffenburg, die RB 88, über Kleinheubach, Laudenbach, Klingenberg. So. Und so sieht es hier halt aus. In Miltenberg. Also man hört hier deutlich irgendwelche Stimmen, die hier irgendwas sprechen. Ich weiß gar nicht, ob das unsere Sprache ist. Hört sich nicht so an. Dort steht noch diese Güterlokomotive 363-106-8. Die gab es ja wie gesagt zu diesem DLC dazu. Die hat sich wahrscheinlich, wird die gleich an die Güterwaggons fahren oder hat sie schon abgekoppelt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist hier Miltenberg. Wir verriegeln mal die Türen, würde ich sagen.
Wir können ja Folgendes machen. Moment mal. Wir können ja mal ganz kurz aussteigen, beziehungsweise einen kleinen Rundgang hier machen. Durch den Zug, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Uns hier mal hinsetzen. Mal gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Sieht nicht so aus. Wenn wir hier so einen kleinen Rundgang machen, wenn wir schon mal dabei sind. Wie gesagt, hier ist der Zugzielanzeiger, Crailsheim, und da oben die Aschaffenburg-Crailsheim ist halt die Route, die Linie Aschaffenburg-Crailsheim, da fährt er. Der wird sich wahrscheinlich gleich nach kurzem Aufenthalt dann wieder zurück nach Aschaffenburg begeben. Würde ich mal schätzen. Und wie gesagt, das ist halt alles, das wird das WC sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Auch steht mal eine schöne DB-Matte. Oh, das ist doch schön. So. Können wir mal so einen kleinen Rundgang machen. Also hier drin. Also wie gesagt, ihr seht es ja, ne? Die sind teilweise sehr luftig angezogen. Obwohl wir streng auf den Winter zu gehen. Aber ja, das ist halt nur meine Meinung. Das ist der andere Führerstand. Und ja, das war unsere kleine Fahrt mit dem neuen Zug BR642. Fahrgastrechte, die hängen ja überall, die kennt ihr glaube ich auswendig. Ja, ich würde sagen, wir setzen uns wieder hin, wir schließen die Türen und dann sehen wir uns die Auswertung an, dieses unserer kleinen Reise. Und dann schauen wir mal, wo wir abgeschnitten haben hier. Wie gesagt, wir haben Geschwindigkeitsüberschreitungen gehabt, da haben wir 520 Punkte abgezogen bekommen, alter Schwede. Ihr seht, mein Teil war schon auf Level 4, BR642 schon auf Level 4. Ich habe ja gesagt, das steigt dann natürlich ohne Ende. Ich bin mittlerweile auch auf Level 80, das freut mich auch. Benötigte Zeit haben wir 39 Minuten 38. Wir hatten ja diese kleine Zwangsbremsung, weil ich diesen Wachsamkeitstaster nicht gedrückt bekommen habe. Wie gesagt, das müssen Sie noch ein bisschen was dran ändern. Weil, wie gesagt, ich muss alle drei Tasten drücken, damit der überhaupt reagiert. Das kann nicht richtig sein. Da muss definitiv noch was passieren. Aber alles in allem ist das eine wunderschöne Strecke, ein wunderschöner Zug, ein tolles DLC. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Fahrt. Am Wochenende gibt es dazu natürlich mehr. Ihr könnt ja Kommentare da lassen, wie ihr das findet. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Restwoche, einen wunderschönen Abend. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Ich wär froh, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss. Euer The Danny. Spielt das. Macht's gut. Bye, bye.